Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Hier sieht man runter ins Bühlertal. Ja, genau. Bühlertal. Und da fahren wir gerade runter. Aber nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto. Und da unten im Bühlertal, da wollen wir heute eine schöne Elsass-Runde machen. Und hier sind wir gerade wo? Am Fels. Am Fels. Am Wiedefelsen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da steht's. Am Wiedefelsen, da ist das Hotel. Ja, mit Celine wollte es mal sehen hier. Die Aussicht darunter. Und es ist aber noch recht kalt. Wir gucken, dass wir runter ins Tal kommen. Und dann machen wir eine schöne Elsass-Runde heute. Okay? Oh. Okay. Also auf geht's. Ja, wir sind unten, Bühlertal, besser gesagt direkt in Bühl jetzt und wir fahren gleich los, auch wenn die Sonne scheint. Es ist noch bitterkalt gerade, aber es soll heute bis 10 Grad geben, also das wird was und wir fahren los jetzt. Gerade mitten durch Bühl und wenn wir hier mal raus sind, dann blenden wir euch mal die Karte ein und zeigen, was wir heute alles vorhaben. Der nächste Ort ist jetzt Ottersweier und da blenden wir euch dann wirklich mal die Karte ein. Damit ihr auch mal seht, was wir heute eigentlich überhaupt vorhaben. Hinter der Celine, da sieht man die Berge vom Schwarzwald, noch schwer im Nebel drin. Ja, und wie wir es gewöhnt sind, hier unten im Badischen, alles schön eben. Das Einzige, was stören könnte, wäre der Gegenwind. Aber bisher geht es noch ganz gut. Jetzt blenden wir mal die Karte ein. Die Celine hat aufgeschrieben, was wir heute so vorhaben. Und jetzt, ja, wie gesagt, Karte einblenden und Celine, legen wir los. Also begonnen haben wir in Bühl. Dann sind wir jetzt schon durch Herzenweiher gefahren. Jetzt geht es nach Unshorst und Gamshorst. Danach kommen wir nach Memprechtshofen. Und in Freistädt geht es dann über eine Staustufe, über den Rhein. Dann sind wir in Frankreich. Yay! Da kommt dann Gamsheim, Kurzenhausen und Marienthal. Dann geht es in Hagenau am Flughafen vorbei in Richtung Schirrhofen. Dort geht es dann über die Autobahn in Richtung Drusenheim. Also wir fahren nicht auf der Autobahn, sondern wir fahren über sie drüber. Okay. Und mit der Rheinfähre Krettern geht es dann wieder zurück nach Deutschland. Kräffern. Fängst du an wie ich. Und über
Schwarzach und morgen geht es dann zurück nach Bühl. Jawohl, und da freuen wir uns drauf. Und wir hoffen, ihr auch. Und jetzt geht es weiter Richtung Freistädt. Was ist das nächste? Gamshurst, Unzhurst. Oh ja, hört sich alles so gleich an. Immer weiter, ha? Als erstes kreuzen wir jetzt mal die A5 in Deutschland. Noch 4 Kilometer bis ganz Gamshurst, oder wie heißt es? Gamshurst. Ja, langsam wird es richtig schön warm, angenehm. Ich denke mal, da werde ich mich dann von einer Fließjacke mal trennen. Aber zum Fahren ist richtig schön. Macht Spaß. Die ganze Tour soll jetzt ungefähr 80 Kilometer gehen und inzwischen haben wir schon 12 davon. Und wie viel haben wir in dem Ort, wo wir jetzt hinkommen? Nur 2 mehr. Schwer 14. Wow. Bin immer wieder begeistert, wie du rechnen kannst. Das, was ihr da seht, müsste jetzt ganz Gamshurst sein. Noch 3 Kilometer bis Freistädt und da geht es dann über den Rhein. Jetzt sind wir am Rhein, da drüben ist die Staustufe und da geht es jetzt nach Frankreich. Und da gehen wir rüber, ja? Ja. Super. Hier weht ein ganz schöner Wind am Rhein. Muss ich aufpassen, dass mir nicht meine Mütze davon nimmt. So, Celine hält gerade an. Ganz schön windig hier, ha? Ja. Na, gucken wir, dass wir weitergehen. Jetzt sind wir in Frankreich. Und nächster Ort, wie heißt der? Keine Ahnung, schauen wir mal, ha? Gamsheim ist jetzt unser erster Ort hier in Frankreich. Sieht gleich alles französisch aus, ja? Ja. Ja.
Also, da ist er. Wir haben es geschafft. Ja, Freunde, das war's wieder. Es waren 76 Kilometer jetzt, glaube ich. Für mich eine super Tour. Für dich? Ja. Nee, war echt klasse. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir waren es kurz und bündig. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis dann. Ciao. Kannst du nicht Ade sagen? Nee, auch.